Einen gesegneten Sabbat und herzlich willkommen zu unserer Serie Weltengeschichte. Alle, die ihr heute hier seid, alle, die ihr jetzt live eingeschaltet seid auf www.weltengeschichte.de oder die ihr später dieses Video anschaut auf unseren Internetseiten oder auf YouTube zu unserer 13. Episode, die Söhne des Königs. Wir haben keine Fragen und Antworten gehabt oder keine Fragen letzte Abend bekommen. Wir werden heute Abend wieder Fragen beantworten und wer Fragen stellen möchte, kann das tun hinter der Fragenbox oder auch im Internet. Vielleicht finden wir ganz schnell eine Batterie. Und ich werde als kurze Zusammenfassung, ich werde das einfach ganz kurz hier am Rechner weiterklicken, was bisher geschehen ist, für alle, die vielleicht nicht alle Episoden sehen konnten oder entsprechend verpasst haben. Wir haben angefangen mit der Idee, dass Gott Liebe ist und dass er immer Liebe ist und dass das seine Gesetzmäßigkeit ist. Gottes Gesetz ist, dass er immer derselbe ist. Wir haben gesehen, dass er die Welten geschaffen hat, als Ausdruck seiner Kreativität und dass jemand das Gesetz seiner Liebe angegriffen hat. Und eine Rebellion im Himmel entstand. Gott schuf die Welten und er schuf dann die Welt, er schuf den Menschen als Repräsentanten seines Charakters und seines Wesens. Doch der Mensch wurde verführt durch das Wirken Satans und Gott fand einen Plan, der seit Ewigkeiten schon erdacht gewesen war, nämlich die Menschheit zurückzugewinnen durch eine Demonstration seiner Liebe, indem er sich selbst opfern würde. Nachdem die Sünde fast die ganze Welt in Finsternis getaucht hatte, ließ Gott im Jahre 1656 die Welt in einer Sintflut untergehen. Gott berief später Abraham und seine Nachfahren endeten in Ägypten, wo sie über einen langen Zeitraum unterdrückt worden sind. Und als dann Gott nach 400 Jahren Mose berief, am brennenden Dornbusch, führte er sie aus Ägypten heraus. Zunächst einmal durch die Wüste an den Berg Sinai, wo er ihnen das Gesetz Gottes, das Gesetz seiner Liebe offenbarte. Doch sie rebellierten immer wieder und Gott führte sie in seiner Gnade bis an die Grenzen des gelobten Landes, wo sie erneut rebellierten und nicht nach Kanaan hineingehen wollten. Stattdessen kehrten sie wieder um. Weitere 38 Jahre blieben sie in der Wüste, bis Mose am Ende seines Lebens in einer beeindruckenden Rede sie aufrief, doch Gott ganz von Herzen zu vertrauen. Er starb, wurde dann in den Himmel geführt, als erster den Tod überwand und das Volk Israel besiegte die Kanaaniter. Die Stämme verteilten sich im Land, doch nachdem die erste Generation, die das Land erobert hatte, gestorben war, kamen die Götzen wieder zum Vorschein. Und ein dunkles Zeitalter brach an, in dem Dinge geschahen, die man eigentlich gar nicht erzählen, geschweige denn denken möchte. Trotzdem berief Gott immer wieder Richter, die sein Volk aus aller Not und aus aller Bedrängnis retteten. Und dort am Heiligtum in Silo wurde Samuel berufen, als Priester und Prophet das Volk auf den rechten Weg zurückzubringen. Er gründete Schulen und wohnte in Rama, um dort den Menschen das Wesen und den Weg Gottes zu lehren. Das Volk wollte trotzdem lieber einen König haben und den bekam es auch. Gott machte deutlich, dass das nicht sein Plan war, aber er gab ihnen einen König, der ihrem Ideal entsprach, einen großen, schönen, militärisch erfolgreichen König Saul, der sich sehr bald als unfähig erwies. Und so berief Gott, und das haben wir gestern gesehen, einen Hirten mit Namen David, der im Vertrauen auf Gott den Riesen Goliath besiegte, der Liebling des Volkes wurde und deswegen fliehen musste vor dem eifersüchtigen König Saul.
Mehrmals hat er Gelegenheit, seinem Feind Saul das Leben zu nehmen, doch jedes Mal zeigte sich sein wahres Wesen, seine wahre Liebe, und er ließ seinen Feind ziehen. Der hatte sich mittlerweile völlig dem Satan verschrieben. Und derselbe König, der einmal von Gott benannt worden war, ging zu einer Besitzerin einer Grube, einer Totenbeschwörerin, und er endete auf dem Schlachtfeld. David wurde König und er wählte die alte Stadt Salem, die zu Jebus geworden war, zu seiner neuen Hauptstadt, eroberte sie und gründete sie neu als Jerusalem. Und er lebte in Frieden und gründete ein Reich, das endlich internationale Anerkennung bekam. Doch dann beging er den Fehler seines Lebens, als er die Frau eines seiner besten Freunde sah, begehrte und sie zwang, mit ihm ins Bett zu gehen. Aber auch Gott half ihm in dieser Situation, Gott vergab ihm. Und an dieser Stelle haben wir aufgehört. Und bevor wir jetzt in der Episode 13 weitermachen, wir wollen gemeinsam mit einem Gebet beginnen, und wem es möglich ist, den lade ich dazu ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir kommen dankbar zu dir. Wir sind dankbar, dass du immer derselbe bist, dass du immer Liebe bist. Wir danken dir, dass du dich um jedes Problem kümmerst. Und wenn wir jetzt in die biblische Geschichte zurückgehen, um zu sehen, wie Menschen an deiner Hand gegangen sind, wie sie dich erlebt haben, dann können wir sehen, dass es allein deine Gnade ist, die sie aufrechterhalten hat. Wir können auch wertvolle Lektionen von ihnen lernen, was es bedeutet, wenn man sich gegen dich entscheidet. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass wir in ihren Geschichten unsere Geschichte sehen. Hab Dank, dass du das möglich machst, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Im Namen Jesu. Amen. Episode 13: Die Söhne des Königs. Es war noch immer so, dass die weltpolitische Lage eine außergewöhnliche Situation darstellte. Noch immer waren die alten und stolzen Reiche wie Aschur und Babylon klein und unbedeutend. Es war, als ob ein Schatten sich auf die großen Weltreiche gelegt hatte. Manche, wie das stolze Elam im Osten, waren ganz verschwunden mittlerweile. Und die aramäischen Fürstentümer im Nordwesten konnten sich nicht auf eine größere politische Einheit einigen. Aber Israel, das über Jahrhunderte mehr oder weniger ein Bergvolk von verfolgten Menschen gewesen war, war zu stattlicher Größe herangewachsen. Unter König David waren sie ein Reich von weltpolitischer Bedeutung geworden. Und nach wie vor fragten sich die Engel im Himmel, ob das nicht die Gelegenheit sei, dass durch das Reich Israel, durch die Königsherrschaft David und seiner Dynastie, das Wissen über Gottes Wesen und das Wissen über Gottes Gesetz in der ganzen Welt sich verbreiten könnte. Das Haus David war weltberühmt. Und auf Inschriften finden wir heute noch diesen Ausdruck, Bet David, von rechts nach links gelesen. Das Haus David. Und David wusste, dass irgendwann einer seiner vielen Söhne den Thron beerben würde. Er hatte viele Frauen und viele Söhne. Und seine Söhne liebten es, wenn er ihnen an der Harfe
Lieder vorspielte, aber noch mehr liebten sie es, wenn er ihnen die alten Geschichten erzählte, die er damals als junger Mann und als junger König erlebt hatte. All die Heldentaten, das waren keine Geschichten, die Jahrhunderte oder Jahrtausende alt waren, denn die Helden, von denen er erzählte, die lebten immer noch. Am liebsten erzählte David von seinen drei Helden. Er hatte mehrere große Heldengruppen. Da waren ja die Kreter und die Pleter, die eingewanderten ausländischen Soldaten aus der Mittelmeerinsel Kreta, aus Kaftu, die seine Leibwache waren. Da waren die Gattiter, die er mitgenommen hatte, als er in den Diensten des philistäischen Königs Gat in Gat gewesen war und die sich zum Gott Israels bekehrt hatten. Da war die Gruppe der 30 Helden. Aber alle wurden übertroffen von den drei Helden. Von Josef Baschewet, der tatsächlich eigenhändig alleine 800 Philister besiegt hatte. Und Eleazar, der einmal alleine gegen Philister gekämpft hatte und so lange mit seinem Schwert geschlagen hatte, so erzählte David, bis ihm das Schwert an der Hand kleben blieb. Und da war Schammer, der als das Volk vor den Philistern floh und die Philister ein großes Linsenfeld in Besitz nehmen wollten, er alleine auf die Philister zurannte und sie in Erstaunen versetzte, wie der Name sagte. Und David erzählte, wie diese drei Helden einmal, als sie noch auf der Flucht waren vor Saul und in der Bergwüste von Ziph, dort im Geröll gehaust hatten, ganz in der Nähe von Bethlehem, dem Geburtsort von David, wie David durstig war in der Wüste und diese drei Helden, als sie hörten, dass ihr Anführer durstig war, Leib und Leben riskierten und nach Bethlehem hinunterstiegen, als dort die Philister den Ort besetzt hatten und mitten in die von den feindlichen Armeen besetzte Stadt gingen, an den Brunnen gingen, um dort ein bisschen Wasser zu schöpfen, um es ihrem Anführer wieder auf den Berg zu bringen. Damals war David so beeindruckt gewesen von dem Mut und der Aufopferung seiner Freunde, dass er dieses Wasser nicht einmal trinken wollte, sondern als Dankopfer Gottes auf den Boden ausgoss. Und die Söhne Davids hörten auch die Geschichte von Benajahu, der Oberste, der Leibwache war, der über die Kreter und Pleter eingesetzt war, der einmal auf einen großen ägyptischen Soldaten zugerannt war, nur mit einem Stock bewaffnet. Und dieser Kämpfer Kemetz hatte einen Speer in der Hand. Aber Benajahu war in der Lage, den Speer dem Ägypter aus der Hand zu reißen und ihn mit demselben Speer zu erstechen. Er besiegte auch die beiden Riesen von Moab. Und einmal im Winter war er in eine Zisterne gestiegen, um einem Löwen in der Zisterne den Garaus zu machen. Es waren große Helden in der Zeit des David. Aber David selbst hatte nicht die größte Freude an den Kriegsgeschichten, obwohl er ein Mann des Kampfes war, obwohl viel Blut vergossen worden ist, vor allem in seinen jungen Jahren, war er doch jemand von einer äußerst sensiblen Natur. Von all den Menschen, die jemals in Kriegsdiensten gestanden hatten, sind nur wenig, so wenig verbittert worden, so wenig verhärtet worden vom Schlachtgetümmel wie David. Er liebte es vielmehr, an der Harfe zu sitzen und Lieder zu komponieren. Diese blutgetränkten Hände haben auch im Alter noch die Harfe gestrichen. Und das Lieblingslied seiner Kinder war ein Lied, das er schon begonnen hatte zu komponieren als junger Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt konnte er singen aus echter Erfahrung, aus Lebensüberzeugung. Gott hatte ihm immer geholfen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie oft war David kurz davor gewesen, den Weg zu verlassen. Und einmal hatte er ihn wirklich für einige Zeit verlassen.
Aber Gott hat ihn immer wieder auf die rechte Straße zurückgeführt. Und er konnte aus vollster Überzeugung singen: Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens. Wie oft hat er dem Tod ins Angesicht geschaut, damals, als nur ein Bergrücken zwischen ihm und Saul gewesen war. So fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Er wusste, er war der Gesalbte, der Maschiach. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. David hatte sich entschieden, Gott war immer gut zu ihm gewesen, er wollte immer bei Gott bleiben. Und er sehnte sich danach, dass auch seine Söhne das lernen würden. Nur etwas hatte er missverstanden. Obwohl Gott immer gut zu ihm war, hatte Gott ihn öfter auch disziplinieren müssen. Aber David vernachlässigte genau diesen Teil in seiner Erziehung seiner Söhne. So wie Eli, so wie Samuel, so konnte auch er es nicht übers Herz bringen, seinen geliebten Jungs mal wirklich die Meinung zu sagen. So wuchsen sie heran als stolze Königssöhne, als Prinzen im Hause Davids. Und manche von ihnen hatten nicht ein einziges Wort der Kritik in all ihren Jahren gehört. Sein Erstgeborener war Amnon und er hieß Treu. Und als Amnon größer wurde, da sah er seine Halbschwester, wie auch sie immer fraulicher wurde. Da sah er seine Tochter, seine Halbschwester Tamar, die immer fraulicher wurde und wirklich wie ein schöner Palmbaum aussah. Und er verliebte sich in seine Halbschwester und er konnte nur noch an sie denken. Tag ein und Tag aus beobachtete er sie. Und jede Sekunde, die er auf sie blicken konnte, genoss er. Und seinem Herzen entwickelte sich ein Wunsch. Nicht besonders rein war dieser Wunsch, aber er war stark, leidenschaftlich. Er wollte seine Halbschwester Tamar ganz haben. Er vertraute sich einem Freund an. Und der gab einen schlechten Rat. Stell dich krank und sage, dass du von Tamar gepflegt werden möchtest. So stellte er sich krank. Liebeskrank war er. Moralisch krank war er. Und er lag auf dem Bett und er bat sich Kuchen. Und seine Schwester kam nichtsahnend mit Kuchen in den Raum. Aber der Kuchen blieb größtenteils unangebissen zurück. Er wollte keinen Kuchen, er wollte Tamar. Und als die merkte, was passierte, als die seine Blicke richtig deutete, da sagte sie: Pass auf, wir können ja heiraten, frag unseren Vater, vielleicht ist das möglich. Wir sind ja nur Halbgeschwister. Aber er wollte nicht warten, er wollte niemanden fragen. Er war der Prinz. Und er griff sie und tat, was er wollte. Und als er fertig war, da war es, als ob alle Leidenschaft und alles Begehren, das ihn vorher verzehrt hatte, plötzlich wie eine Seifenblase zerplatzt war. Es war immer noch dieselbe Tamar. Sie sah immer noch genauso aus, aber plötzlich fand er sie todhässlich. Er hasste sie. Und er wollte sie nicht mehr sehen. Er wollte nichts mehr von ihr wissen. Und er trieb sie aus dem Haus heraus und sie weinte und schluchzte. Und sie rannte zu ihrem Vollbruder Avshalom, dem Drittgeborenen Davids.
und sie erzählt ihm schluchzend, sie konnte kaum sprechen, dass ihr das Amnon, mit dem sie früher doch so viel gespielt hatten. Und sie wollte sagen, was er getan hat, aber sie konnte es nicht über die Lippen bringen, aber Absalom sah in ihren Augen, was geschehen war. Und er sagte nicht viel. Er weinte auch nicht, aber ein schwarzer Schatten legte sich über sein Herz. David hörte von dem Vorfall. Und David war außer sich und er war schon auf dem Weg, den Amnon zu bestrafen. Er wollte ihn zur Rechenschaft ziehen, als plötzlich es war, als ob ein ammonitischer Pfeil direkt auf ihn abgezielt worden wäre. Plötzlich hört er wieder das Schluchzen von Bathsheba. Und plötzlich erinnert er sich an die Augen, die sie gemacht hatte. Und es war so, als ob die Hand, die ausstrecken wollte, um seinen Sohn zu disziplinieren, als ob sie sich nicht bewegen wollte, festgehalten von den Blicken, die er damals auf jenes ahnungslose Frau geworfen hatte. Er traute sich nicht. Er wusste in seinem Kopf, dass Gott ihm vergeben hatte, doch irgendjemand, war es der Satan, redete ihm ein, du kannst diese Sünde deines Sohns nicht bestrafen. Du hast ziemlich genau dasselbe getan. So tat er nichts. Und das wunderte Absalom. Und je länger die Zeit verstrich, desto mehr wunderte er sich über seinen Vater, dass der nichts unternahm. Und irgendwann dachte er, es ist dem David egal. Und er entfremdete sich seinem Vater. Eines Tages ließ er ein Fest ausrichten, er, Absalom, im Bergland Ephraim. Und er lud die ganze Königsfamilie dazu ein. Aber David wollte nicht gehen, aber er ließ es zu, dass alle Söhne des Königs zu dem Fest gehen durften. Und Absalom hat auf diese Gelegenheit gewartet. Er hatte seine Schergen instruiert und als das Fest besonders fröhlich war, kamen seine Freunde und erschlugen Amnon. Die anderen Brüder waren außer sich vor Entsetzen und jeder sprang auf sein Maultier und ritt zurück nach Jerusalem. Doch die Gerüchte waren schneller als die Maultiere. Und in Jerusalem erzählte man sich, dass alle Söhne des Königs tot seien. Und David dachte schon, es gehe ihm wie Iob, der alles auf einmal verloren hatte. Nur, dass Iob unschuldig war. Aber dann kamen die Söhne angeritten. Und zumindest klärte sich auf, dass nur einer gestorben war. Amnon. Und David hat lange überlegt, was das zu bedeuten hat. Absalom floh nach Geshur, einem kleinen Vasallenstaat, der immer noch ein bisschen Autonomie für sich behielt und um dessen Gebiet herum David bereits regierte. Seine Mutter war eine Prinzessin von Geshur gewesen und so konnte er dort Unterschlupf finden. Ein Schatten hatte sich gelegt über das Haus Davids. Und er überlegte, der alte König, erinnerte sich an die Worte von Nathan, der nicht nur ihn getadelt hatte, sondern in dem Gespräch hatte er selbst ja David gesagt, dass vierfach die Strafe bezahlt werden müsste. Nathan hatte zwar ihm gesagt, er würde nicht sterben, weil das hatte David ja auch gefordert für diesen Verbrecher, der das Lamm nimmt. Aber die vierfache Strafe, von der hat Nathan nie gesprochen, dass sie weggenommen werden würde. Der Sohn damals von Bathsheba war gestorben. Jetzt war Amnon auch gestorben. Sollte das bedeuten, dass er wirklich vier Söhne verlieren würde? Absalom war außer Reichweite. Joab, der General Davids, merkte, wie es um David stand. Und er wollte eine Versöhnung bewirken.
Und mit Hilfe einer sehr klugen und weisen Frau, die Joab instruiert hatte und die ein Gleichnis dem David vortrug, erreichte Joab, dass Abschalom zurückkommen durfte. Er war ein großer Mann mit langen Haaren. Und das Volk liebte ihn, ein kluger Mann. Aber er durfte den König nicht sehen. Er durfte in Jerusalem leben, aber zum König nicht eintreten. Aber das war noch nicht die Versöhnung, die Absalom sich wünschte. Und er bat den Joab, noch einmal Fürsprache für ihn einzulegen, aber der sagte, ich bin schon weit genug gegangen, ich kann mich ja nicht völlig aus dem Fenster lehnen. Doch als die Felder von Joab brannten, überlegte der sich das noch einmal. Und er tat noch einmal Fürsprache für Absalom. Und der versöhnte sich vollständig mit seinem Vater. So glaubte es zumindest David. Absalom konnte jetzt wieder frei ein- und ausgehen. Und ganz Israel wusste, dass David ihm vollständig vergeben hatte. So schaffte er sich Pferde und Reiter, die vor ihm herliefen, Männer, 50 Männer, die vor ihm herliefen. Und prozessierte als der Königssohn. Weil er so klug war, kamen ihm wieder Menschen, um ihn um Rat zu fragen. Und irgendwann kam auf die Idee, das vielleicht systematisch zu betreiben. Er stellte sich in das Stadttor. Und wenn immer Menschen kamen, um bei dem König eine Bitte vorzutragen, ein Anliegen, sich Gehör zu verschaffen, dann stand er da und lächelte und fragte, wie die Person hieße, wo sie herkomme. Und wenn sie dann erzählte, wie jemand ihr Erbe missbraucht hat oder wie jemand etwas gestohlen hat oder wie jemand eine Blutschuld nicht gerecht hat oder dies oder jenes, dann hörte er aufmerksam zu und er nickte immer mit dem Kopf und schaute verständnisvoll. Und dann sagte er, ich bete für dich, dass die Sache gelöst wird. Hoffentlich wird der König das auch verstehen. Diese letzten Worte waren immer mit so ein bisschen Fragezeichen verbunden. Und weil David sich immer mehr zurückzog und immer weniger sich um die Belange des Volkes zu kümmern schien, wurde Absaloms Einfluss immer größer. Irgendwann traute er sich, den vorbeikommenden Leuten hinter vorgehaltener Hand zu sagen, das ist ein gutes Anliegen. Aber wisse, der König ist nicht mehr so wie früher. Ihr kennt ihn noch als gut und mächtig, aber er hat sich geändert. Wir bräuchten mal einen neuen Kurswechsel. Wir bräuchten einen Thronwechsel. Irgendjemand müsste ihn ablösen. Und dem Malachim im Himmel, den fiel es wie Schuppen von den Augen, hatten nicht genau das die Nachfolger von Hillel gesagt? Hatten die nicht gesagt, Gott hätte sich geändert? Man bräuchte eine bessere Regierung? Der Satan hatte schon wieder zugeschlagen, schon wieder durch einen großen, schönen, weisen Mann. Aber David merkte von all dem nichts. Er war froh und dankbar, sich mit Absalom versöhnt zu haben. Und es kam ihm nicht in den Sinn, dass Absalom gegen ihn rebellieren könnte. Selbst als hier und da jemand das andeuten wollte, konnte er das nicht glauben. Und eines Tages rief Absalom einige hundert Mann zusammen in Hebron, in der Stadt, in der vor Jahrzehnten sein Vater David zum König über Juda gekrönt worden war. Er wusste, dass mittlerweile in ganz Israel, von Dan bis Beersheba, die Leute hinter vorgehaltener Hand sagten, der David war ein guter König, aber jetzt ist er alt, er sollte endlich mal abtreten. Wie lange will er noch an seinem Thron festkleben? Es gibt junges Blut, es gibt fähige Leute. Warum lässt er nicht den Absalom ran? Ein netter Mann, jemand, der uns versteht, der immer einen guten Rat hat. Das Volk war unzufrieden mit David.
Und die große Mehrheit des Volkes wünschte sich Absalom als neuen König. Und als das Schofarhorn ertönte, Absalom, der Königssohn, ist König geworden in Hebron, da war es, als ob fast ganz Israel begeistert aufschrie und sagte, endlich! Selbst der Ratgeber des Königs, Achitovel, der weiseste Mann seiner Zeit, so weise war er, dass sein Wort buchstäblich als das Wort Gottes galt, obwohl er ein unbekehrter, unreligiöser Mann war. Er ging über zu Absalom und seine Gründe waren sehr speziell, denn er, und das wussten nicht viele, war der Großvater von Bathsheba, von Bathseba. Und all die Jahre hatte er diesen tiefen Groll über das, was sein König seiner Enkelin angetan hatte. Und jetzt bot sich eine Gelegenheit, es ihm heimzuzahlen. Er ging über in die Dienste von Absalom. Und die Nachricht kam nach Jerusalem. Und die Helden Davids erwarteten, dass man sich zur Abwehrschlacht, zur Belagerung rüsten würde. Aber David winkte ab. Ja, er würde König bleiben, er würde seine Königskrone nicht einfach aufgeben, aber er würde die Stadt des Friedens, Jerusalem, nicht in ein Blutbad verwandeln lassen. Und dem erstaunten Volk, der erstaunten Armee, sagte er würde freiwillig fliehen. Er würde dem Rebellen Platz machen und er würde jedem einzelnen Israeliten die Gelegenheit geben, zu wählen zwischen David und Absalom. Er wollte sehen, wer wirklich zu ihm hält. Und die Kreter und Pleter, die ausländische Leibwache, die hielten zu ihm. Die Gattiter, die Philister, die jetzt ihm folgten, die hielten zu ihm. Die Leviten hielten zu ihm. Und auch Zadok, der Priester, und Ephiatar, der andere Priester, sie wollten mit ihm gehen. Doch er gebot ihnen, bleibt hier bei der Bundeslade in Jerusalem. Und lasst eure beiden Söhne, Jehonatan und Achimaaz, auch zurück. Vielleicht könnt ihr mir Botschaft bringen über das, was Absalom hier in Jerusalem plant. Und dann stieg David auf einen Berg in der Nähe der Stadt. Der Berg hieß Ölberg. Und er stand dort auf dem Ölberg und schaute über die Landschaft und er sah die Stadt Jerusalem. Und König David weinte, als er Jerusalem sah. Und unter ihm zogen seine Getreuen, die Helden, die Kreter und Pleter. Und der Rest der Armee, der zu ihm hielt, ein Stück des Volkes. Die zogen aus der Stadt heraus wie Verfolgte und Gedemütigte. Aber David hatte eine Idee. Und er bat Hushai, einen seiner Ratgeber, in Jerusalem zurückzubleiben und wenn möglich den Rat dieses Achitophel zunichte zu machen. Und so flohen sie. Und als sie flohen, da warf jemand Steine auf sie. Ja, er warf Steine auf David, den König selbst. Es war Shimei, ein Nachkomme der Benjaminiter, ein Verwandter aus dem Hause von Saul. Und er behauptete, dass David mit Blutschuld sich die Krone Sauls angerissen hätte und er nannte ihn einen Mann des Satans. Und er warf Steine auf ihn und fluchte dem König. Und als die Helden sich entschieden, diesem Shimei das Handwerk zu legen, da verbot es ihnen David. Niemals zuvor war David so groß in den Augen des Himmels, als er demütig floh. Und sich nicht rächte. Und damals komponierte er eine Hymne. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe. Bei Gott
Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. In Jerusalem kam der König Absalom an und das Volk jubelte ihm zu. Lang lebe der neue König Absalom. Und auch Hushai trat hinzu und rief: Lang lebe der König Absalom. Achitophel sah ihn und sagte: Was? Du bist jetzt auch auf der Seite von Absalom? Bist du dir sicher? Und Hushai guckte ihn mit pochendem Herzen an und sagte: Genauso sicher wie du, Achitophel. Du bist auch hier. Absalom war begeistert. Endlich war er am Ziel seiner Träume. Er saß jetzt auf dem Thron seines Vaters und die Armee stand vor ihm und die Berater seines Vaters standen zu seiner Seite. Und er überlegte sich, als er dort saß: Was ist das Erste, was ich tun sollte? Was ist das erste Dekret, das von meiner Hand gehen sollte? Und er fragte Achitophel, denn er wusste, sein Rat ist immer der beste. Was soll ich tun? Und Achitophel überlegte kurz. Dieser Mann war so klug. Hätte es damals schon das Schachspiel gegeben, er wäre ein Großmeister gewesen. Er konnte viele Schritte vorausdenken. Er konnte schon voraussehen, dass vielleicht Absalom nicht David besiegen könnte. Er überlegte sich, was passiert, wenn Absalom sich vielleicht mit David sogar wieder versöhnt. Er wusste, er kannte David nur allzu gut. Er wusste, David würde seinem Sohn alles vergeben. Aber wie würde er dann da ausschauen? Und so überlegte sich, wie kann er sicherstellen, dass egal was passiert, Absalom niemals wieder Vergebung bei seinem Vater bekommt. Und ihm kam ein perfider Plan. Er sagte: Absalom, du weißt doch, die 10 Nebenfrauen, die David hier gelassen hat, wenn du mit allen 10 von ihnen schläfst, und zwar öffentlich, dann wird es dein Vater dir nie vergeben. Und Absalom fand das eine sehr interessante Idee. Und auf den Dächern Jerusalems wurden Zelte aufgespannt, das Volk wurde zusammengerufen, um mitzuschauen, wie der neue König Absalom Reihe für Reihe, Zelt für Zelt, die Nebenfrauen seines Vaters besuchte. Das Volk johlte und gröhlte. Und Achitophel lächelte. Aber dann war die Frage, was sollte geschehen? Und Achitophel hatte noch einen Rat. Er sagte: Absalom, wir müssen uns beeilen. Solange David noch auf der Flucht ist, können wir ihn schnell überwinden. Lass uns mit 12.000 Mann sofort ihnen hinterhergehen. Und jetzt war die Krise da. Hushai wusste, wenn das passiert, dann besteht eine reelle Chance, dass Absalom wirklich König bleibt. Und als Absalom sich noch einmal zu seiner linken Seite drehte und Hushai anschaute, dann sagte der... Und er hatte gute Argumente. Er sagte: Du kennst deinen Vater und du kennst die Helden. Kannst du dich nicht erinnern an die Geschichten, die dein Vater dir erzählt hat? Du weißt, wenn die Helden kämpfen, dann sind sie wie eine Bären auf dem Feld, der man die Jungen weggenommen hat. Sei dir nicht so sicher, dass 12.000 Mann ausreichen. Einer von ihnen hat ja schon 800 besiegt. Warte lieber, warte, bis ganz Israel von Dan bis Beersheba zusammengekommen ist. Und dann ist egal, wie sie kämpfen, dann sind wir numerisch so sehr überlegen. Und Absalom überlegte: Achitophel, Hushai. Vielleicht, wahrscheinlich hat Hushai gebetet. David betete die ganze Flucht: Herr, mach den Rat von Achitophel zunichte. Und Absalom entschied sich für Hushai. Wir warten, war sein Dekret. So konnte David mit seinem ganzen Tross schnell noch den Jordan überqueren. Und Achitophel wusste, was das bedeutet. Wenn jemals Absalom nicht gewinnen sollte, dann ist das für ihn das Aus. Und so wollte er es lieber selbst beenden. Und er, der galt als der weiseste Mann der Welt, ging nach Hause und erhängte sich. Und David kam nach Mahanaim, dort, wo damals Jakob die Engel gesehen hatte und wo Jahrzehnte vorher Ischbosheth, der Sohn Sauls, sein Königreich hatte. Und genau dort
hatte er sein Lager. Absaloms Armee folgte dann, nachdem sie gesammelt waren, über den Jordan. Und Absalom machte den Neffen Davids, Amasa, zu seinem General. Jetzt musste sich David der Schlacht stellen. Und er berief drei Generäle, Abishai und Joab, die beiden Brüder, und Ittai, den Gattiter. Und als er selbst mit ausreiten wollte, da wandten sich alle drei Generäle wie ein Mann um und sagten, David, bleib du hier. Und schweren Herzens entschied er sich, da zu bleiben, aber er beschwor sie und sagte, tut mir einen Gefallen, bringt mir meinen Sohn Absalom lebendig. Vielleicht war das der Grund, warum die drei Generäle darauf bestanden, dass David zu Hause blieb. Und es kam zur Schlacht im Wald von Ephraim. Und die Berichte sagen, dass mehr Menschen starben durch die Gefahren des Waldes als durch das Schwert. Und als sie so ritten durch das Dickicht, da war es, das möchte gern König Absalom, in einer Terebinte hängen blieb. Und er hing zwischen Himmel und Erde, seine Haare hatten sich so sehr in den Zweigen dass er nicht mehr sich befreien konnte. Und sein Maultier, das weitaus weniger Haare hatte als er, das lief einfach weiter. Oh, wie hätte er sich gewünscht, eine Kurzhaarfrisur gehabt zu haben in jenem Moment. Und er rief um Hilfe, aber nicht seine Soldaten hörten ihn zuerst, sondern Soldaten von Joab. Sie waren ohnehin am Gewinn, die Soldaten Davids. Und einer der Soldaten berichtete es Joab und sagte, stell dir vor, Absalom hängt dort und er zappelt und er versucht, seine Haare da herauszubekommen, aber je mehr er das versucht, desto mehr verknotet er sich. Und lange wird er das nicht mehr aushalten, irgendwann bricht ihm wahrscheinlich die Schädeldecke ab. Wir müssen schnell handeln, wir müssen ihn befreien und lebendig zu David bringen, so wie er das gesagt hat. Und Joab sagte, ja, lass mich das mal selbst machen. Und er kam zu Absalom, für den er sich zweimal eingesetzt hatte und der ihm übrigens seine ganze Ernte ruiniert hatte. Und er hatte nicht ein bisschen schlechtes Gewissen, als ihm all das nochmal in die Augen sagte, drei Spieße nahm und ihm in den Leib rammte. Und die Soldaten daneben standen, was machst du? Ich weiß schon, was ich tue. Die Schlacht war gewonnen. Und jemand musste die Nachricht nach Mahanaim bringen. Und Achimaaz, der schon öfter gute Botschaft, wichtige Botschaft in dieser Auseinandersetzung dem König David gebracht hatte, meldete sich bei Joab und sagte, lass mich gehen, ich will laufen, ich sage David, dass wir gewonnen haben. Aber Joab schaute ihn kaum an und sagte, du kannst heute nicht gehen. Bitte lass mich gehen, du kannst heute nicht gehen, es ist keine gute Botschaft für den König. Stattdessen sandte er einen Ausländer, einen Kuschiten. Aber Achimaaz wollte unbedingt laufen. Er wollte die gute Botschaft übermitteln. Und Joab, der mittlerweile genervt war, sagte, na dann renn doch auch los. Achimaaz war klug, Achimaaz war schlau. Er war schnell und er kannte eine Abkürzung durch die Jordanaue. Und so rannte er und er kam dem Kuschiten voran. Und er lief so schnell, dass er als einziger gesehen wurde, als im Lager Davids in Mahanaim die Späher Ausschau hielten nach dem ersten Boten. Und sie erkannten ihn. Und David sagte, das ist Achimaaz, der Sohn des Priesters Zadok. Er wird gute Botschaft bringen. Und er stand vor dem König und sagte, stell dir vor, König, wir haben gewonnen. Die Begeisterung des Königs hielt sich in Grenzen, denn er hatte eine Frage. Geht es meinem Sohn Absalom gut? Und jetzt zitterte Achimaaz und sagte, ich sah ein großes Getümmel, als Joab den Knecht des Königs und seinem Knecht sandte, weiß aber nicht, was es war. Vor seinem inneren Auge sah er immer noch die drei Spieße in Absaloms Leib stecken, aber er traute sich nicht, das zu sagen. Und der Kuschit kam angelaufen, er brachte dieselbe Botschaft, wir haben gewonnen. Und David fragt ihn, wie geht es meinem Sohn Absalom? Und der Kuschit war aus anderem Holz geschnitzt. Liebevoll und taktvoll sagte er, wie dem Jungen
möge es den Feinden meines Herrn des Königs und allen ergehen, die sich gegen dich auflehnen, um Böses zu tun. Und jetzt wusste David, was die Stunde geschlagen hatte. Er wusste, dass sein Sohn tot war. Und er weinte, als ob er alle Soldaten verloren hätte. So sehr, dass sich seine Soldaten fast dafür schämten, für ihn gewonnen zu haben. Und Joab tadelte ihn und sagte, wenn du heute nicht deinen Soldaten dienst, werden dich alle verlassen. Er hatte fast zu sehr Sympathie für die Rebellion gehabt. Und David fasste sich ein Herz und dankte seinen Helden. Er machte übrigens Amasa, den Feldherrn von Absalom, zu seinem neuen General. Und Joab nahm das nur zähneknirschend hin. Und dann dauerte es sogar einige Zeit, bis die Bewohner von Juda ihren König wieder zurückholten. Aber schließlich wurde er über den Jordan gebracht. Aber kaum war er angekommen in Jerusalem, da rief ein anderer, jemand, der nichts mit dem Königshaus zu tun hatte, ein bitterböser Mensch mit Namen Sheba, lasst uns Rebellion machen. Und die nächste Rebellion entstand. Und er floh nach Norden und wollte die Stämme des Nordens auf seine Seite ziehen. Und Amasa, der neue General, wurde ausgesandt, um eine Armee zusammenzustellen, diesen Rebellen zu fangen. Und an einem großen Felsen sollten sie sich versammeln. Doch Amasa kam zu spät. Und Joab wurde ausgesandt, die Verfolgung aufzunehmen. Und als Joab auf dem Weg war, traf er Amasa. Und mit zwei Morden schon auf seinem Gewissen fiel es ihm nicht schwer, seinen Gegenspieler, mit dem er verwandt war, umzubringen. Schlussendlich wurde auch diese Rebellion gestoppt. Und das Königreich konnte wieder in Frieden leben. David wünschte sich nichts so sehr als Frieden. Deswegen hatte er seinen anderen Sohn Schlomo, Salomo, der Friedliche, genannt. Er hatte übrigens noch einen anderen Sohn bekommen, nachdem Salomo geboren worden war, und den hatte er Nathan genannt. Über ihn wird nichts berichtet. Er wurde genannt nach dem Propheten, der ihn damals getadelt hatte. Aber im Himmel wurde der Name Nathan aufgeschrieben. Und Schlomo wurde auserwählt zum Thronfolger. Und in jungen Jahren noch verkleidete er sich als Hirte, weil er auf den Feldern Israels ein junges Mädchen gesehen hatte, mit Namen Schulamit. Und er hatte sich so schwer in sie verliebt. Nicht wie Amnon, der sie einfach nur benutzen wollte, seine Geliebte. Nein, er hatte sich wirklich verliebt. Und er wollte nicht einmal, dass sie wusste, dass er der Prinz Schlomo ist. Und er verkleidete sich als Hirte. Und es dauerte einige Zeit, bis sie verstand, wer es wirklich war. Und aus dieser Erfahrung, die so rein und tief war, schrieb er ein Lied. Denn auch er war musikalisch sehr begabt. Und dieses Lied war das schönste aller Lieder, schöner als alle, die jemals David komponiert hatte. Man nannte es das Shir Hashirim, das Lied der Lieder, bekannt als das Hohe Lied. Und nur wenige Zeilen hiervon sollen genügen. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn seine Liebe sind besser als Wein. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind wie Tauben. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war meinem Gaumen süß. Und am Ende dichtete er diesen Refrain, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Schlomo, Salomo hatte die Liebe, die reine, die wahre, die echte Liebe, die Gott erfunden hatte, die Gott ist, entdeckt. Die Flamme des Herrn, diese Liebe, die Gott schon seit Ewigkeiten ist. In jener Zeit gab es eine große Hungersnot. Und dem David wurde offenbart, dass es wegen einer Schuld Sauls war, die jetzt noch gesühnt werden musste.
David wurde alt und in einer der Schlachten gegen der Philister wäre er beinahe gestorben, weil er nicht mehr schnell genug kämpfen konnte und er beinahe erstochen worden wäre, wenn nicht einer seiner Helden ihn noch rechtzeitig aus dem Schlachtfeld gezogen hätte und seine Helden erlaubten ihm nicht mehr in die Schlacht zu ziehen. In jenen Tagen hat der Satan noch einmal das Herz des David attackiert. Als David größer und mächtiger wurde, kam er auf die Idee, ganz Israel zu einer verpflichtenden Wehr, also zu einer Wehrpflicht zu verpflichten. Und das ganze Volk sollte gezählt werden, um herauszufinden, wie viele Leute er einziehen könnte in seine Armee. Und selbst der General Joab sagte, das hat Gott verboten. Tu es nicht. Doch David ließ sich nicht abbringen. Und erst zu spät merkte er seinen großen Irrtum. Und er durfte wählen zwischen drei Strafen. Er wählte die kürzeste. 3 Tage Plage vom Herrn. Aber als die losging, war sie so schlimm und so schrecklich. All die Sünder in Israel wurden vernichtet und David war verzweifelt. Seine Sünde hätte diese Katastrophe ausgelöst und er wollte opfern. Und er fand eine Tenne, die dem Arauner gehörte, auf dem Berg Moria, wo 900 Jahre zuvor Abraham seinen Sohn hatte opfern sollen. Und dort opferte er, als er den Todesengel, den Todesmalak über Jerusalem sah. Und die Plage wurde beendet. Irgendwann wurde er so alt, dass er ständig an Frost und an Kälte litt. Und man beriet sich und sagte, wir sollten ihm eine junge Frau bringen, die ihn wärmt. Und man fand die schönste Frau in ganz Israel, Abishag. Aber David hatte sein Herz mit Gott ins Reine gemacht. Sie wärmte ihn, aber er berührte sie nicht mehr unsittlich. Er wollte nicht wieder dieselben Fehler begehen. Und als er schon alt war und kaum mehr die Zügel der Regierung in den Händen hatte, da entschied sich ein anderer Sohn, Adonja, die Gelegenheit zu nutzen und jetzt König zu werden. Und auch er sammelte sich 50 Leute, die vor ihm gingen, und Pferde, genauso wie Abschalom. Und er ließ eine Feier ausrichten bei dem Schlangenstein Sochelet. Und sogar Ephjatar, der Priester, war auf seiner Seite. Und Joab, der General, war auf seiner Seite. Aber Zadok hielt zu David. Und Benajahu hielt zu David. Und Nathan, der Prophet, benutzte Bathsheba, um den David dabei zu unterrichten, was vor sich ging, der kaum noch wusste, was in seinem Reich passierte. Es musste schnell gehandelt werden. Davids Wunsch, dass Salomo König werden sollte, musste Berücksichtigung finden. Und so wurde in einer Hauruck-Aktion Salomo an der Gihon-Quelle zum König gekrönt. Und als das Schofarhorn hinausblies, Salomo ist König geworden, da zitterten die Gesandten und die Gäste der Feier bei Adonja. Und sie flohen alle. Und Adonja selbst floh in das Heiligtum und fasste die Ecken des Altars an und erbat Gnade, die er zunächst auch bekam. Und dann kam die Zeit, da David sterben sollte. Und seine letzten Worte waren, es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Am Ende eines bewegten Lebens, am Ende eines Lebens, das auf und ab, die Höhen und die Tiefen, den Triumph und die Demütigung kannte, konnte David in seinen sterbenden Worten sagen, Gott war immer gut zu mir. Und er starb 971 vor unserer Zeit. Und David Salomo wurde König. Und als er König wurde, entschied er sich zu einem schweren taktischen Fehler, obwohl es besonders klug in seinen Augen war. Er wollte sich verbünden mit dem König von Kemet und er heiratete die Prinzessin des Pharao. Und als dann
Adonja um die Hand von Abishag, jener jungen Frau bat, die zuletzt David gepflegt hatte, um damit noch einmal die Rebellion anzetteln zu können. Da griff Salomo sehr hart durch und ließ Adonja und Joab töten. Er war noch jung an Jahren, aber er wusste, er braucht Gottes Beistand. So ging er nach Gibeon und opferte 1000 Opfer auf der Höhe. Und Gott erschien ihm im Traum und sagt etwas Außergewöhnliches, nämlich, bitte, was ich dir geben soll. Was sollte er sich wünschen? Und er sagte, oh, gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses gute, große Volk richten? Und Gott sprach zu ihm, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nicht nach dir aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und Salomo ging nach Jerusalem und opferte an der Bundeslade. Und tatsächlich war er weise. Er wurde zu einem der weisesten Menschen, die je gelebt haben. Eines Tages kamen zwei Huren zu ihm und stritten sich um ein Baby, das gezeugt worden war während ihres Berufes. Und man könnte denken, das wäre doch ziemlich egal für einen König. Aber er kümmerte sich um die Sache und er hörte genau zu. Er hörte beiden Huren zu, die nacheinander erklärten, wie das zu der Sache gekommen war. Und als man nicht entscheiden konnte, wem das Baby gehörte, rief er aus, man bringe ein Schwert und teile das Baby in zwei Hälften. Er wusste genau, was er tat. Denn die wahre Mutter hatte solches Mitleid mit ihrem Kind, dass sie sagte, dann gebe ich es lieber der anderen. In seiner Zeit wurden die Pferde viel in Israel. Mose hatte gesagt, dass nicht zu viele Pferde ins Land gebracht werden sollten, denn Pferde waren das Symbol des Königs. Aber Salomo hatte Pferde, 40.000 Ställe für seine Wagenpferde. Und seine Weisheit war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens. Und er schrieb ein Buch, das hieß Mischle, die Gleichnisreden. Die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und er sprach von der Weisheit so, als ob es eine Person sei. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Immer tiefer drang er hinein in das Wesen dieser Weisheit, bis er von der Weisheit sagte, dass die Weisheit ausgesprochen hätte, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Es war so, als ob er in der Weisheit den Sohn Gottes, Michael, den Schöpfer, erkannt hatte. Aber in seiner großen Weisheit verfasst er nicht nur hohe Theologie, er verfasst auch ganz praktische Lebenshinweise. Er sagte, setze ein Messer an deine Seele, wenn du gierig bist. Iss nicht zu viel. Er sagte, der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Er schrieb auf, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten Hang zu starkem Getränk. Und er schrieb auch auf, gib nicht den Frauen deine Kraft. Noch deine Wege denen, die Könige verderben. Salomo interessierte sich für alles und er hatte große intellektuelle Fähigkeiten. Er war ein großer Liebhaber von Blumen und er war einer der Ersten, der sich mit der Botanik systematisch beschäftigte. Er studierte die Tiere und verfasste Werke über die Zoologie. Und in seinen Tagen erneuerte er den Bund mit Hiram von Tyrus und er ließ Zedern vom Libanon kommen. Und er stellte Fronarbeiter auf dem Libanon an. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er genau auf jenem Grundstück, wo Abraham seinen Sohn hatte opfern sollen und wo sein Vater das Opfer gebracht hat, um die Plage abzuwenden, den Tempel bauen sollte. Einen Tempel, dessen Grundrisspläne schon längst gezeichnet waren. Durch Inspiration hatte sein Vater alles schon aufgeschrieben. Das Geld und das Material war alles schon da. Und so begann man im Jahre 2999, 480 Jahre
nach dem Auszug mit dem Bau des Tempels. Und im Jahre 3000 nach der Schöpfung wurde der Tempel in Jerusalem eingeweiht. Und bei der Einweihung betete Salomo und sprach: O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, dass du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, mit lauterem Herzen und aufrichtig, und du all das tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzung und meine Rechte befolgst, das waren die Worte Gottes an ihn, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, wie ich es deinem Vater David versprochen hatte. Israel war mittlerweile weltberühmt. Der Tempel war der Stolz des Volkes. Nirgendwann zuvor war ein Gebäude mit solcher Brillanz, mit solcher Schönheit, mit solcher überwältigenden Architektur geschaffen worden. Und alles das zur Ehre Gottes. Aber Gott hat ihm auch deutlich gesagt: Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzung, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Aber davon war nichts zu sehen. Die Völker kamen, die Abgesandten kamen von nah und von fern, die aramäischen Fürstentümer. Und die ferneren Königreiche sandten ihre Botschafter zu Salomo, um seine Weisheit zu hören, um von ihm Rat zu bekommen und seinen Reichtum zu sehen. Und besonders mit Hiram war er gut befreundet. Und er gab ihm einige Dörfer als Geschenk. Aber über die war Hiram nicht besonders begeistert. Und er nannte sie Kabul wie nichts. Aber ansonsten war ihre Freundschaft sehr stark. Und sie beschlossen, mit dem Holz des Libanon Flotten zu bauen. Die Phönizier waren die Großmeister der Seefahrt. Und sie hatten schon den gesamten östlichen Mittelmeerraum erobert mit ihren Handelsstützpunkten. Und jetzt war es der Plan, vom Roten Meer aus, vom Süden Israels, über den Golf in ferne Länder zu reisen. Das geheimnisvolle Land Punt zum Beispiel, von dem Kemet immer die Reichtümer bekam. Und so bauten sie die gewaltige Flotte des Salomo. Und die brachte Gold und Silber. So sehr, dass in jenen Zeiten, wenn jemand sagte: Schau mal, wie viel Silber ich habe, alle anderen sagten: Ja und? Silber war so viel wert wie Staub auf der Erde. Aus fernen Ländern kamen die Gesandten, ja, die Königin von Saba, das vermutlich im südlichen Arabien lag, kam mit einer Karawane und all den Gewürzen des Orients. Und sie hatte nur gehört von der Weisheit Salomos. Und als sie sah, wie Gott ihn gesegnet hatte, war sie außer sich und sagte: Nicht die Hälfte von dem ist mir erzählt worden. Und alle 3 Jahre kam die Flotte Salomos, die nicht nur gen Osten, vielleicht bis nach Indien zog, sondern auch im Mittelmeer operierte und dort bis an die Grenzen des Mittelmeeres, bis nach Tarsis. Dort, wo das Mittelmeer an den Atlantischen Ozean stößt. Bis dahin kamen sie und sie brachten Affen und Pfauen und alle möglichen Luxusgegenstände. Und Israel wurde zur Drehscheibe des Pferdehandels. Alle Pferde, die die Hethiter und andere Völker benötigten, all das ging über Israel. Man konnte fast kein Pferd mehr kaufen, wenn es nicht über Israel ging. Und in jenen Tagen vergrößerte sich das Königreich Israel bis an den Euphrat. Vom Roten Meer bis an den Euphrat. Und es war das größte Reich, das berühmteste Reich und das reichste Reich. Es war das Weltreich. Während in Aschur und in Babylon die Menschen an die alten Zeiten, die glorreichen Zeiten dachten, war Israel an der Spitze der Welt angelangt. Und alle Welt bewunderte diese Weisheit, die nicht einfach nur Klugheit war, sondern der sich tiefe geistliche Erkenntnis verband. Und dann fing Salomo an, seine eigenen Bücher, die er geschrieben hatte, nicht mehr so ernst zu nehmen.
Er fing an, nicht mehr ein Messer an seine Seele, an seine Kehle zu setzen, als er aß. Und er aß mehr, als es notwendig war. In seinen Tagen war es üblich, 2 Mahlzeiten zu essen. Er führte eine dritte ein, weil er liebte das Essen und das Essen schmeckte gut. Und er aß und aß und aß. Und irgendwann fing er an, auch Alkohol zu trinken. Und irgendwann fing er an, sich Frauen zu nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Zuerst waren es Prinzessinnen aus Moab und aus Ammon und aus Edom. Und dann von all den aramäischen Fürstentümern. So viele Fürstinnen konnte man gar nicht, man kam gar nicht hinterher mit all den Hochzeiten, die ihm angeboten worden waren. Und während die Hethiter in die Geschichte eingingen als das Volk der 1000 Götter, ging König Salomo in die Geschichte ein als der König der 1000 Ehefrauen. Und über die Hälfte von ihnen, 700, waren rechtmäßige Ehefrauen. Das heißt, mit vollem Erbrecht war es vielleicht so, dass er am Ende sich Frauen nahm, um nur noch zu zeigen, ich kann 700 Frauen und ihren Söhnen das volle königliche Erbe austeilen. Und diese Frauen brachten ihre Götzen mit. Chemosh und Milkom, die Scheusale der Ammoniter und der Moabiter. Und Salomo begann, ihnen zuliebe, im Zeichen der Religionsverständigung, Altäre zu bauen. Und dann begann er ihnen zuliebe, auch mal mitzukommen zum Gottesdienst für Chemosh und zuzuschauen. Und irgendwann begann er ihnen zuliebe, sich auch mal niederzuknien, wenn dem Chemosh und dem Moloch ein Säugling geopfert wurde. Und in jenen Tagen sprach Gott noch einmal zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzung, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es einem Knecht geben. Doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen, der Hand deines Sohnes will ich es entreißen. Nur will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn geben, um meines Knechtes David und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. In jenen Tagen begannen an den Ecken seines Königreiches Rebellionen aufzuspringen. Da war Hadad, ein Fürst Edoms, der zu Zeiten Davids geflohen war, als Joab 6 Monate das Land Edom kurz und klein geschlagen hatte und der beim Fürsten von Kemet, beim Pharao, Unterschlupf gefunden hatte. Jetzt kam er zurück und er rebellierte in Edom und gründete eine eigene Regierung dort. Da war Rezon, der Aramäer, der anfing gegen Salomo in Aram zu rebellieren. Und dann war da Achia, ein Prophet, der eines Tages auf dem Weg ging und einen Mann traf und eine Botschaft von Gott bekam und diesem Mann seinen Mantel gab und ihn in 12 Teile riss und ihm sagte, nimm dir 10. Dieser Mann war Jerobam. Das Volk wird kämpfen. Zu jener Zeit hatte Salomo begonnen, das Volk zu unterdrücken und zu Fronarbeiten heranzuziehen. Und der Prophet sagte Jerobam, du wirst König werden über einen Großteil des Reiches Israel, denn Gott hat gesehen, dass dieses Reich nicht in einer Hand bleiben sollte. Selbst der weiseste Mann ist damit nicht zurande gekommen. Als Salomo hörte, dass Jerobam solche Ambitionen hatte, verfolgte er ihn. Und Jerobam musste fliehen nach Ägypten. Und aus dem weisesten Mann Salomo wurde jemand, der wie Schaul, der seinen Vater verfolgt hatte, jetzt Jerobeam verfolgte. Und das ging so Jahre. Und immer tiefer sank er und immer mehr veränderte er seinen Charakter, immer mehr erkannten ihn die Leute ihn nicht mehr wieder. Und er drohte niederzusinken wie Schaul. Es fehlte nicht viel. Doch eines Tages, da kam der Geist Gottes und drang hindurch. Und es war, als ob er wie von einem Traum aufwachte, von einem Albtraum. Und er plötzlich realisierte, dass all das, was er getan hatte, über Jahrzehnte in die falsche Richtung gegangen war. Und als er zurück überlegte, wo er dann das letzte Mal falsch abgebogen war, dann war das weit in der Vergangenheit. Und er realisierte, dass fast sein ganzes Leben ein Fehlschlag geworden war, trotz seines Ruhmes. Und seiner inneren Verzweiflung schrieb er ein letztes Buch, das hieß Kohelet. Und er versuchte, seinen Söhnen
und seinem Volk seinen Sinneswandel, den er jetzt erlebt hatte, zu erklären. Und er rief aus: O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Er hatte erlebt, dass dieses Loch im Herzen weder durch Affen noch durch Pfauen noch durch 1000 Frauen geschlossen werden kann. Und er kannte, dass immer wieder diese Weltengeschichte sich wiederholt. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. An der Stelle haben die Engel deutlich mit dem Kopf genickt. Wie oft hatten sie dieselben Geschichten immer und immer wieder gesehen? Auch im Leben von Schlomo. Und als er dem Tod ins Auge sah, schrieb er: denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Plötzlich realisierte, dass dieses Leben, was er hat, die einzige Gelegenheit ist, sich mit Gott wirklich ins Reine zu bringen, sich mit Gott zu verbinden, und dass er einen Großteil seines Lebens vergeudet hat für Dinge, die zwar glänzen und funkeln und lächeln, aber sein Herz leer lassen. Und so schrieb er: alles, was seine Hand zu tun vorfinde, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Und dann schrieb er am Ende auch: über dieses hinaus, lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Er wollte der klugste Mann der ganzen Welt werden, aber er hatte seine Begrenzung verstanden. Er war nur ein Mensch. Und als er sich fragte, worauf kommt es denn an im Leben? Was ist das Fazit? Was ist das, was unten übrig bleibt, wenn alles gehört worden ist, wenn alles gesagt worden ist, wenn alles erlebt worden ist? Was bleibt bestehen? Und in den letzten Sätzen dieses Buches schrieb er: lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, sein Gesetz der Liebe. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und im Jahre 931 vor unserer Zeit starb Schlomo, der größte König aller Zeiten, von dem die Nachwelt nichts mehr wusste. All die Könige, mit denen er sich verbündet hatten, haben sich geweigert, über ihn zu berichten. Und hätten nicht die Propheten Gottes von ihm aufgeschrieben, niemand hätte gewusst, dass er existiert. Nur Gott hatte sein Angedenken aufrechterhalten. Und von seinem Leben kann man eine große Sache lernen. Egal, was unsere Ambitionen sind, egal, was unsere Wünsche sind, egal, was unsere Pläne sind, das Einzige, was unserem Leben Zufriedenheit, Glück und Stabilität verleiht, ist die Liebe Gottes, die immer gleich ist, das Gesetz Gottes. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir in der Bibel solche Lebensberichte finden, die so nah am Leben sind, so aus der Realität gegriffen, dass wir nicht in die Versuchung kommen, die Menschen zu ehren, sondern dass wir sehen, dass durch all diese Geschichten du hervorleuchtest, als der eine, der immer gleich bleibt, als der eine, der immer das Beste will. Mögen wir wie David in seinen letzten Lebensminuten sagen können, dass du uns immer das Beste getan hast. Und dass wann immer Unheil unseren Weg gekreuzt hat, dass es nicht von dir kam, sondern so oft die Folge unseres eigenen Fehlverhaltens war. Schenk du uns das Bewusstsein, das Salomo am Ende seines Lebens gehabt hat. Dass all der Glanz und die Glorie und der Ruhm verpuffen und wie nichts sind. Und dass das Einzige, was wirklich zählt im Leben, das Einzige, was angesichts des Todes einem Frieden und Harmonie schenken kann, das Bewusstsein, dass dein Gesetz in unserem Herzen ist. So möchten wir dir danken für das, was wir hören durften, und dich bitten, dass du unsere Herzen bewegst, zu dir hin, im Namen Jesu. Amen.